über dich rennen und wie ich das hier mache mit dem Ding. Weil das Glas ist ja jetzt immer noch... das Glas ist ja jetzt immer noch... Nur bis da. Und wenn ich bis zum Dach hoch mache, sieht auch scheiße aus. Eine andere Idee, Moment. So, das kommt wieder weg. Hier ist es ja richtig. Huch. Hier ist es wieder falsch. Ja. So. Genau, das schließt hier komplett an mit der Kante. Das ist doch cool. Ja, sieht sogar richtig cool aus so. Hast hier so dein Ding und dann kommst du hier hin. Ah, ist doch so ein halbes Lab. So, habe ich da vielleicht noch ein bisschen was? Ach klar, hier haben wir doch. Super. Rückwärtsbretter. Hui. Klack. 32 war vielleicht ein bisschen viel, aber egal. Mach ich einfach wieder irgendwo Stühle draus. So, Moment. Da noch einer. Und hier noch einer. So, super. Hast du sogar Freiluft in hier, übelst geil. Wenn ich hier hochkomme jetzt, Moment. Hier oben sieht es ein bisschen seltsam aus, aber es ist auch nur ein Dachboden, ne? Moment, dann machen wir hier ganz kurz den hier, dann haben wir das da noch weg. Oh, das ist ein bisschen zauen. Wenn ich den ganz einfach mal einmal hier rumziehe. Na, schweig dich aus. Ganz schön giftig, die Spinne. Haha, verstehst du, weil Giftspinne. Tada, witzig und so. Die auch da hinten rumhüpfen, so leuchten, so. Oh, ich bin eine Spinne. Da ist er. Dran. Oh oh. Nicht gut. Gar nicht gut. Ha 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 ha. Ich wusste es, ich wusste es. Trottel. Einfach so die Schwelle stellen und warten. Taucht er hier auf oder taucht er hier auf? Hier ist wahrscheinlich ja unwahrscheinlich, aber... Jaja. Das sieht auch scheiße aus.
mach das auch. Alter, das... Sieht ein bisschen strange aus, der Gute. Schlimm wär's, du machst den hier, drehst dich um und er ist weg. Drehst dich wieder um, er ist hinter dir. Voll creepy. Kommt da noch einer? Ey, ist genug für alle da, kein Problem. Oh oh. Hilfe! Geschlagen. Der hat doch gerade irgendwo hierher teleportiert. Die kleine Schlendersau. Am besten jetzt kommt er, schweißt mich vom Dach runter und zerlegt mich in alle Einzelteile. Voller Ex-Slenderman. Okay, wir brauchen auf jeden Fall eine ganze Ecke Stroh für unser Haus hier. Das wird's. Alter, diese ganzen Bauernhäuser überall, das gefällt mir so mega gut. Da hinten so ein schönes mit Steinziegeln und Pferden drinne. Hier jetzt eins mit Stroh. Dann haben wir da hinten unser erstes Bauernhaus. Da unten haben wir noch eins. Hier, da hinten, du, da hier. Da hinten ist auch noch eins. Gefällt mir mega gut mit diesen ganzen Bauernhäusern. Sieht einfach so richtig schön wie auf einer Farm aus. Und irgendwann können wir hier wirklich mal so eine riesengroße Mauer um alles herumziehen und das so als Königreich so etablieren. Da brauche ich erstmal eine ganze Menge Weizen noch. Ich guck mal, ob vielleicht einer von denen mir Weizen geben kann. Ja, also ich habe schon ein bisschen weiter gedacht, dass hier das einmal von einer von den von unseren Geiseln da unten drin. Wie hießen die denn? Dorfbewohner, genau, ja, und Dorfbewohner, Mensch, ja klar. Die Menisch! Weil das Weizenfeld, das können wir noch mindestens 10-mal abernten, bis wir unser Dach fertig haben. Ist ein teures Dach, ist wirklich echt ein teures Dach, muss man mal sagen. Na? Sieht doch voll chillig hier aus. So, zeig mal her. Du verzauberst mir mein Schwert, gibt's aber sonst gerade nichts. Brauche ich nicht. Na, komm her. Oder ich, Rüstung, danke. Will auch gerade nicht. Ich hatte hier auch einen kleinen Fehler beim Bauen gemacht, ist mir aufgefallen. Eisenbrustpanzer. Schärfe und Haltbarkeit auf einer Axt. Rohes Hühnchen-Diamant. Yo. Ich glaube, der will mir ein paar Diamanten schenken, freiwillig. So. Gut, dann müssen wir irgendwie... anders an unser Weizen vorankommen. Ich meine, selbst wenn ich eine automatische Fabrik baue, dauert das jetzt trotzdem ewig, bis das alles fertig ist. Ich kann jetzt hier nochmal ganz kurz das Weizen abwenden, das wird uns auch ein bisschen... das werden wir auf jeden Fall brauchen. Ich hoffe ja eh nichts, dass wir irgendwo noch ein paar Stapel haben, die ich noch nicht benutzt habe, aber ich glaube es eher weniger. Ich glaube, jetzt habe ich mir alles schon zu Brot verwandelt, das ganze Weizen.
Schatten hier. Mit dem Schädel sieht das voll gut aus. So das ganze Feld, was so im Schatten liegt, weil überall Bäume drumherum gepflanzt wurden. Der einsame Bauernhof. Hat auf jeden Fall was richtig Geiles. Ich mag den Shadowmode auf jeden Fall sehr. Einzige, was mir am Shadowmode nicht gefällt, muss ich gestehen, ist die übertriebene Dunkelheit bei den Schatten in der Nacht. Also am Tag ist es ganz cool, da haut das Pegel hin, aber in der Nacht ist das nicht gut überdacht worden. Ich meine, dunkel ist schön, aber stockdunkel ist auch scheiße. Na gut, wenn man es genau nimmt, ist es sogar realistischer, aber naja. Ich meine, bei Minecraft kommt es darauf an, dass du siehst, was du machst, ne? Gerade im Let's Play. So, super. Wieder ein bisschen... Blöcke bekommen. Weizensamen flacke ich jetzt mal hier rein. Verrottetes Fleisch auch. Dann schauen wir mal im Farmhaus und im Dingshaus im Lager, ob wir noch irgendwo was haben. Das Lager zu füllen wird auch ein bisschen anstrengend noch sein. Also das ist echt ein Riesenlager, was wir hier gebastelt haben. Das werden wir so schnell nicht gefüllt kriegen. Weil da ich mehr rausnehme als rein tue. Oh so, guck mal, da haben wir auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen was davon. That's cool. Hier kann ich jetzt mal den Weg reparieren. Okay. So. Dann schauen wir mal, ob wir hier noch was haben. Aber ich glaube, hier sollten wir schon mal was... Oh, das ist hier dunkel. Ulala. Weizen. Oh, scheiße. Ich dachte, das sieht irgendwie voll aus. Na gut. Was erreiche ich damit noch? Wollen wir noch schnell zwei Brote mit dem Rest. Wie viel habe ich? Nur 19? Aus allem, was ich gerade gemacht habe, nur 19? Oh mein Gott. Da haben wir noch zwei. Und Diamanten liegen hier noch rum. Den Schleim nehme ich auch mal mit. Na gut, na gut, na gut. Bleibt uns halt nichts übrig, das Farmhaus wird auf jeden Fall ein langwierigeres Projekt werden, wenn ich mir das so anschaue. Immer wenn das Weizenfeld mal voll ist, dann werden wir mal das Farmhaus weitermachen müssen, können. War hier nicht eine Kiste? Ah ne, nach dem Neubau habe ich hier keine Kiste mehr reingesetzt, schade. Aber ich kann da mal ganz schnell gar nichts machen, weil ich auch kein Holz mehr habe. Na gut. Stopp. Was? Ach hier. So. So, das wollte ich nämlich noch machen.
Jo. Dann lass mal hier. Uah, es hat mich umgelegt im Stuhl. Uah. Fragt mich nicht, wie man sich im Stuhl umlegen kann, aber also, ich hab's geschafft gerade. Es hat sich sehr seltsam angefühlt. Irgendwie das mit Kies hier regeln. So. Ich glaube, ich bekomme nicht zu viel Flint raus. Sieht aber gut aus. Jo. Ja, so wird das dann hier aussehen. Ihr seht schon, wir haben jetzt hier auf jeden Fall gut was gemacht. Dann kommt jetzt hier das nochmal runter. An sich, ich sehe gerade. Haha, hahaha. Ha, ha, ha. Hier haben wir ein kleines Problem. Es geht nämlich gar nicht so. Lol, das wollte ich nicht. Weil, wenn ich das so mache, kann ich ja gar nicht mehr laufen. Tada! Brain. Dann wird das wohl oder übel. Moment. Was mache ich eigentlich die ganze Zeit? Außer mein Gehirn nicht benutzen. Ja, so würde es dann aussehen. Würde dann hier so eine Dreierriege lang gehen. Dann könnte ich dann drunter durchlaufen noch. Das wäre ideal. Da ich jetzt einfach mal so ein Schild rein, weil es cool aussieht, keine Ahnung. Ja, ich würde sagen, das war's für heute erstmal. Oh, sieht echt geil aus, so das leuchtende Ding da oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin verabschiede ich mich. Adios. Und ich hoffe, wir kriegen das Dach hier dann doch recht schnell fertig. Es wird auf jeden Fall einiges in Anspruch nehmen. Bis dahin. Adios, amigos.